Wir haben gerade wieder ganz frische Zahlen reinbekommen, wie ich es gerade auf meinem Bildschirm sehe. Dass mittlerweile für 68% der Bevölkerung ist wieder völlig offen, wie die Bundestagswahl ausgeht. Das war auch schon mal deutlich geringer. Aber gerade nach den Landtagswahlen sieht man, dass sich da was bewegt in Deutschland. Wir sind für die Inhalte des Wahlkampfs verantwortlich. Für die eigenen Themen des Wahlkampfs, aber auch dafür, den politischen Gegner anzugucken, das gesellschaftliche Meinungsbild anzugucken und das alles in Vorschläge zu übersetzen. Ein Beispiel ist, wir sind in der Frühphase des Wahlkampfs verantwortlich gewesen für die Erstellung eines Regierungsprogramms. Da kommen Anregungen von den Ministern, aus dem Parteivorstand, aus der Bundestagsfraktion, aus den Landesverbänden. Das ist ein bisschen so, als wenn man dann eine Lego-Kiste ausschüttet. Und unsere Aufgabe war es, dann daraus ein Haus zu bauen, was einigermaßen stabil ist, gut aussieht, sich auch von den anderen Häusern unterscheidet. Inhaltliche Auseinandersetzung im Wahlkampf ergibt sich aus einer Kontroverse. Das heißt, die wenigsten Leute gucken sich die Details an, sondern es geht um Grundsatzfragen. Und da macht uns ein bisschen der politische Gegner zu schaffen, der jeder Auseinandersetzung ausweicht. Also meine Hauptaufgabe hier im Wahlkampf ist, einfach jeden Tag ins Meinungsbild reinzugucken. Alles das, was wir an Forschungsdaten haben, was tut sich in der Bevölkerung, was tut sich eigentlich in bestimmten Bevölkerungsgruppen, ein bisschen tiefer zu graben. Warum entscheiden sich Leute, wie sie sich entscheiden, warum geben sie bestimmte Zwischenstände ab bei den Sonntagsfragen. Und das ist eigentlich das, was wir hier jeden Tag so ein bisschen beobachten, daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen und das dann aufbereiten. Ja, vor allem sind das ja unentschiedene Wähler mit ganz unterschiedlichen Farben, die wir Stück für Stück für uns gewinnen können. Also wir verringern die Anzahl der unentschiedenen Wähler und wir legen selber zu. Das Dumme ist daran, wir füllen das Ding jeden Tag wieder neu auf.